So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Anfängerhilfe-Video. Und zwar geht es darum, wie reinige ich vielleicht doch mal die ganzen Farben, also die Zitadellfarben vor allen Dingen, wie kriege ich die denn ordentlich gereinigt mal? Ja, der eine oder andere sagt, ja, wofür braucht man denn dazu ein Video? Ich denke aber immer noch mal, für den einen oder anderen ist es doch ganz interessant, was benutzt der eine oder der andere für die Säuberung dieser, ich nenne jetzt mal diese Behälter hier. Und dafür dient jetzt eigentlich dieses kleine Video. Ist mal wieder ein neues Tutorial-Video für den einen oder anderen. Und wir befassen uns jetzt mal, was wir hier brauchen. Also auf jeden Fall, ihr könnt natürlich auch Handschuhe anziehen, denn man wird auf jeden Fall dreckig dabei. Das ist nun mal so, aber wer nichts gegen die Farbe hat, der kann auch mit bloßen Händen arbeiten. Wir brauchen zu einem eine Pinzette, zu anderem unsere Spachtel, vielleicht noch unseren Entgrater, Brillenputztücher zum Beispiel oder halt generell so für Tücher, wo auch Alkohol drin ist, können auch feuchte Tücher sein oder ihr arbeitet mit, es gibt das ja auch, reines Alkohol und so weiter. Das könnt ihr auch benutzen, natürlich auch ein Tuch, wo ihr das Ganze abwischen könnt. Und hier klären wir jetzt mal, wie wir die Zitadellfläschchen sauber machen. Vorweg, es ist außerdem so, dass das Ganze, ihr benutzt die Farben ja, sag ich mal, relativ häufig. Die einen was mehr, die anderen was weniger. Dadurch sind die unterschiedlich auch verschmutzt. Auch wenn ihr selbst aufpasst, was selbst ich tue, mittlerweile passe ich auf, dass das nichts immer da reinläuft oder sonst was. Es läuft trotzdem jedes Mal, egal wie ihr was macht, es läuft da rein. Und ich sag mal so, einmal im Monat kann man die ruhig mal sauber machen. Aus dem einfachen Grund, warum man das auch tun sollte. Ihr bemerkt vielleicht nicht auf dem ersten Anhieb, aber ihr spürt es irgendwann, merkt ihr mal, dass hinten das hier irgendwann hinten nicht mehr zugeht. Ihr macht die zwar dann zu und sagt, okay, fährt weg damit, passt, sie ist ja vorne zu, aber hier hinten strömt dann trotzdem immer wieder weiter Luft rein und das trocknet die Farbe halt weiterhin aus. Vor allen Dingen, wenn es auch bei euch sehr warm ist im Zimmer, ja. Also sie muss auf jeden Fall dicht sein. Und das passiert einfach mal, ich kann euch das mal gern an einer anderen Farbe zeigen von meinen, wie das dann aussieht. So, das heißt, hier ist bei mir schon wieder der Monat definitiv rum. Ich mache das immer am Ende des Monats. Mache ich das einmal klar bei 110 Farben mittlerweile. Das wird ja auch immer mehr und lästiger, der ganze Quatsch. Aber was sein muss, muss sein, Leute, ne? Ja, und das ist halt wieder das Problem. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das relativ schnell, naja, schnell ist jetzt in Anführungsstrichen, aber einfach zu machen ist. Erst einmal müssen wir von der Farbe hier diesen Rand abkriegen. Dazu machen wir einfach mal die Farbe hier auf und dazu benutzen wir jetzt mal unsere Spachtel. Denn ihr könnt mit der Spachtel hier schön reingehen und ihr seht, so zack, und jetzt dreht ihr einfach nur noch hier einmal im Kreis und dann seht ihr gleich, wie wir das Ganze schon abhaben. So, zack. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Jetzt habt ihr erstmal das hier zur Seite gelegt und habt erstmal euer Farbtöpfchen. Jetzt könnt ihr natürlich erst schon einmal direkt probieren, ob das Ganze hier vielleicht schon so abgeht, ja? Also einfach mal, da braucht ihr jetzt noch nicht viel rumfriemeln, einfach mal oben auch am Rand vorbei. So, und ihr seht, jetzt sieht das schon wieder besser aus. So, einfach mal vorbeigehen. So. Jetzt seht ihr, natürlich sind noch ein paar kleine. Jetzt könnt ihr natürlich entweder, wenn das nicht so fest ist, könnt ihr hier auch gerne mit der Spachtel. Dafür ist die nämlich außerordentlich, also es ist so ein Multi-Werkzeug, das Ding. Damit mache ich so viel Quatsch, also es ist unglaublich. Könnt ihr das Ganze hier einfach nur sogar nur noch wegschaben und dann ist das schon mal, ist der Rand schon mal, wo das Ganze dann schließen soll, schon mal wieder befreit von allem, wie ihr seht, ja. So, ihr könnt das natürlich auch dann, wenn es hartnäckig wäre, auch hier so ein bisschen rauskratzen mit eurer Pinzette und so weiter. Jetzt haben wir das hier schon erledigt. Zack, da brauchen wir auch nicht mehr viel jetzt hier mit dem Tuch oder so. Das ist ja ziemlich so. Der schwierige Part kommt der. Deswegen solltet ihr auch auf jeden Fall versuchen, weil das ist jetzt halt die Verschwendung, die ein bisschen dabei stattfindet. Solltet ihr auf jeden Fall versuchen, dass ihr hier diesen Behälter vorher noch leer bekommt. So, das probiere ich jetzt mal gerade, wie viel Farbe da sich noch angesammelt hat. Ah, ihr seht, da ist schon noch einiges. Das tun wir mal hier nach innen mal gerade wegstreifen. So. Denn das wird jetzt gleich ein bisschen verschwinden. So,
Ich mache jetzt einfach mal beim Brillenputztuch, hat glaube ich eher, obwohl die meisten zu Hause, denke ich mal, heutzutage ist ja fast kaum noch ein Haushalt ohne Brille irgendwo, ne? Und das ist halt das Lästige, weil das jetzt hier so zusammenhängt, dass irgendwie, man kann jetzt höchstens versuchen, das Ganze hier zu übersteuern. Also sprich, dass ihr dieses Klickding, was das ja sonst hält, einfach dadurch macht, so, damit es schon mal was absteht. Ja, und jetzt müsst ihr erst einmal versuchen, die ganze Farbe, alles davon zu kriegen. Und das ist jetzt schon erstmal der erste Part. So, damit ihr auch mal seht, ob irgendwo Farbe noch trocknet oder schon angetrocknet ist im Döschen selber und so weiter. Und von daher einfach mal hier so eine. Und dann einfach mal versuchen. So, und dann seht ihr schon, aha, da ist überall Farbe. Hier unten ist noch überall Farbe. Das muss alles raus. Ja. So. So, ihr seht, dabei werdet ihr halt schmutzig. Das ist nun mal so. Ihr könnt aber auch Handschuhe anziehen, wenn euch das so gar nicht gefällt. Aber ich denke mal, wer das Hobby macht, sollte gegen Farbe doch nicht empfindlich sein. So, und ihr seht der Rest davon, weil dann könnt ihr auch sehr schön sehen, was ist davon jetzt angetrocknet, was ist davon nicht angetrocknet. So, und jetzt seht ihr nämlich, was davon nämlich noch angetrocknet ist. Jetzt könnt ihr wieder natürlich versuchen, hier mal schön mit eurer Spachtel, das muss ja auch nicht wie neu aus dem Laden, ne, aber zumindest mal ein bisschen versuchen, mal so ein bisschen da rumkratzen, so dass das Grobe mal so weggeht. Und ihr seht, das geht ja ganz gut. Die Spachtel ist wirklich dafür, so, und ihr seht jetzt, hier wird es ein bisschen heftiger. Dafür biegt sich auch die Spachtel leicht. Wenn das aber gar nicht mehr geht, könnt ihr versuchen, dass ihr das mit dem Endgrater sonst hinbekommt. Nur nicht mit scharfen Gegenständen, dass ihr irgendwie den Deckel einritzt oder sowas in der Art. Geschweige denn, ist auch die Gefahr zu hoch, dass ihr euch verletzt. Und ihr seht, manchmal habt ihr Glück und das Ganze ist so hart, aber ist so aneinander, haftet sich das ganze Zeug. Dann könnt ihr das Ganze auch so in einem Ruck direkt rausholen. So, ihr seht, das machen wir jetzt alles schon extra vorher, aus dem einfachen Grund, damit es gleich mit dem Feuchtetuch, weil damit machen wir es quasi rein. Ja, das ist ja so ein super Zeug. So, passt auf, dann machen wir das jetzt mal hier so ein bisschen nach weg alles. So. Also ich sag mal so, das ist lästige Arbeit, wenn ihr das jetzt vorhabt bei euren Farben und ihr sammelt jetzt, sag ich mal, nur eine Armee, ja, und ihr wisst, ihr habt so eure 20 Farben, dann ist das noch re relativ witzig alles. Aber wenn ihr wisst, ihr habt schon mehr Farben wie ich jetzt, ja, dann ist das so ein echt trauriges Spiel im Grunde. Und manche sehen ja wirklich noch schlimmer aus von den Farben her, ne? Also man muss ja ehrlich sagen, manche sehen ja wirklich richtig, richtig schlimm aus. Weil man da einfach mal vielleicht ein bisschen geschludert hat und. Es gibt ja genug Gründe, warum das so aussieht, wie es aussieht. Aber das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und jetzt kommen wir zu unserem Feuchttuch. Und jetzt wird das Ganze mal sauber gemacht. Ich merke gerade selber, ich habe das Feuchttuch schon zu früh rausgeholt. Dadurch ist es schon wie wieder am Trocknen gewesen. Wie gesagt, ihr könnt versuchen, da jetzt in die Rillen zu 100% zu kommen. Aber wenn ihr schon das meiste da rausgeholt habt, weil wie gesagt, komplett clean wird schon eine Aktion für sich. Ich denke mal, die ein oder anderen werden jetzt noch was vorschlagen, wie irgendwas Flüssiges, wo man es reinschmeißen kann. Ich habe aber sowas jetzt ehrlich gesagt gerade nicht da und ich brauche es auch nicht dafür extra mir zu kaufen. Denn ihr wisst ja, ich versuche euch immer auch eine günstige Variante zu bieten. Und ich denke mal, mit einem Feuchttuch oder sonst irgendwas ist das ja wirklich noch die günstigste Variante. Wir probieren jetzt einfach nochmal aus Spaß an der Freude auch noch das Feuchttuch. So, ihr seht, das ist alles schon mal innen schön frei. Das ist schon mal sehr wichtig, dass hier unten an diesem Ding hier nicht so viel dran hängt, weil das läuft dadurch immer drüber runter. Und jetzt machen wir noch das andere Feuchttuch auf. Ah, das ist auch mal nass. Es gibt einfach gute Feuchttücher und es gibt einfach schlechte Feuchttücher. Ich merke das immer wieder. So, und jetzt könnt ihr das natürlich im Notfall noch dann da so reinstopfen. Ja, so reinstopfen und dann damit halt ein bisschen hier in der Gegend rumfahren.
So. Und ihr seht, was da noch alles dran ist. Ja, das ist ja heftig, was ihr da noch erwischt mit. So. Ihr kriegt damit außen auch die Farbe ganz gut nochmal ab und sauber. Ja, wenn ihr da was habt. So, mal sehen, wo ist das, außen oder innen hier dieser kleine? Der war außen. Ja, und dann habt ihr in 0, nichts die Sachen wieder sauber. Jetzt können wir hier auch mal ein bisschen weiter tiefer reingehen und mal rumfahren noch. Genau so. Ja, das ist halt ein bisschen friemelig, ne? Also da braucht ihr auch viele Tücher, denke ich mal, aber zum Glück kosten die ja nicht allzu viel. Aber ihr seht, was. Oh, professionell hier wieder. Was da alles noch drin ist in dem ganzen Zeug. Aber rein theoretisch reicht das jetzt auch völlig. Also ihr braucht das jetzt nicht hier clean machen, aber es reicht. Also wenn ihr da auch so jetzt grob nichts mehr abbekommt, dann habt ihr es wirklich geschafft. Also das ist mehr als in Ordnung. Ja, das ist, ich hätte schon fast gesagt, besser wie wenn ihr es im Laden kauft. Ja. So sieht das Ganze aus. Dann macht ihr das Ganze wieder hier drüber. Und dann macht ihr, pass auf, dann macht ihr den Deckel mal so halb zu vorne. Und dann seht ihr ja, dass da hinten dieses Ding noch raussteht. Und dann müsst ihr mal mit der Pinzette da so rein und mal so rausklippen, klicken wieder. Und jetzt seht ihr, dass sie wieder auch ordentlich komplett zugeht. Ja, und jetzt seht ihr auf. Und ihr, das ist halt der Nachteil. Pass auf, das wollte ich jetzt in einem noch zeigen, praktisch. Okay. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr das macht. Es kann natürlich auch passieren dadurch, dass dieser Klacker, Klicker dadurch auch vielleicht beschädigt wird. Ja, das heißt, ihr solltet es nicht unbedingt tun. Ja, das wird der eine oder andere jetzt wahrscheinlich schon vorher gesagt haben. So, dann leiert man das Ding aus. Denn das, ich glaube, bei dem Dumbul war das doch so, dass das Ganze so offen stand. Jetzt nicht mehr dadurch. Ja, war einfach ein wenig überdreht. Also versucht es auch noch trotzdem dann zu vermeiden. Natürlich ist es ein Tipp, das zu machen. Und ihr müsst dann. Aber der Sinn der Sache ist ja von denen hier, dass ihr meistens nur gerade aufmacht, die Farbe hier oben rausholt und dann direkt wieder zumacht. Ne? Und nicht dann daraus malt, weil ihr sollt die Sachen ja noch verdünnen. Aber egal. Auf jeden Fall seht ihr, wenn ihr das zumacht, ist das so nah da dran. Und ich finde, das ist, glaube ich, eine Fehlproduktion von Games Workshop. Ich finde das einfach total fail. Das hatten die damals nicht, da war das viel kürzer und so und da konnte das nicht passieren. Dass hier unten direkt schon wieder die Farbe dran ist. Und das ist das Problem, wenn ihr die jetzt schüttelt, aber ihr seht, sie ist dicht. Und jetzt schütteln wir die mal richtig ordentlich wieder durch. So. So wie ihr es ja auch vorher machen müsst. Und wenn wir sie jetzt aufmachen, seht ihr, dass hier wieder ganz viel Farbe ist. Und das hier unten, das solltet ihr vorher hier mal so abstreifen. Auf jeden Fall. Und dann nehmt ihr euch einfach nur gerade die Farbe daraus und verschließt das Ding wieder direkt. Dann kann so, dann hält das auch ein bisschen was länger. Aber ich schätze mal mehr wie ein Monat ist da fast nicht drin. Vielleicht anderthalb, wenn ihr die Farbe echt sehr selten benutzt. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Das Video, ich konnte euch weiterhelfen. Gerne teilt das Video, teilt den Kanal gerne, wenn es euch gefällt. Lasst einen Comment da, ein Like da, ein Abo da, was ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!